Hallo, meine lieben Haunting Ground Freunde. Nachdem wir letztes Mal von Daniela ausgenommen worden sind, geht's jetzt auch mal weiter. Huey. Und wir nehmen diesmal den anderen Weg. Steht die einfach vor der Tür, ey. Was geht denn? Toll. Ist jetzt irgendwie doof. Ach nee, die kommt schon wieder. Lass mich verarschen. Come on. Ach, fuck you, ey. Dieser alte Mist. So. Tschüss. Miss? Gott, die ist so nervig. Die ist einfach nur nervtötend. Das geht mal gar nicht klar. Wie penetrant sie einfach nur geworden ist. Die kommt jetzt echt überall nach. Geh putzen, Frau. Jetzt habe ich mich selber gewundert, wie sexistisch das eigentlich war. Naja, ich darf das. Ja, kusch dich. Mach dich weg, du alte. Ja. Ich sollte aufhören, so viel zu fluchen. Och nee. Ach komm, Daniela. Das muss doch nicht sein. Ja, geh mal gucken. Keiner da, ne? Ja, schön. Och nee. Armer kleiner Huey. Komm der Frau ja nicht in die Quere. Mein süßer. Mein süßer Wowie. Mein Schätzchen. Oh, die ist so verrückt. Jetzt kannst du da reingehen und dann aus Versehen den Abhang hinunterfallen. Das finde ich echt lustig. Nee. Kann ich ja irgendwie nicht glauben. Ich höre sie doch noch. Ja, wollte schon sagen, wie soll sie denn da vorbeikommen? Weibsbild. Da war mir Debilitas wirklich lieber. Absolut lieber, sage ich da nur. Ich komme nicht weiter. Es geht einfach nicht. Außerdem habe ich es nicht geschafft, das Prima Magnesium nochmal herzustellen. Was natürlich klar war. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Mach dich weg. Dafür habe ich Edelmagnesium hergestellt. Also daher. Ach, ist diese Frau nervig. Verpiss dich. Ja, Yui, komm zu mir und verrat mein Versteck. Das ist natürlich sehr sozial von dir. Oh mein Gott. Hallo, was macht die da jetzt? Hast alles abgesucht und kannst wieder gehen. Tschüss. War mir eine Ehre, mit Ihnen Freundschaft zu schließen. Was? Oh Gott. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Geht das? Tut das Not? Oh Gott. Die sind direkt darauf hin. Da. Hier. Och nee. Och nee. Was? Wie zum Geier? Au, ja, genau. Krieg direkt erstmal eine gefegt oder was? Ah,
Scheiße. Und jetzt kommt der Lumi von mir natürlich mir auch gleich in die Fresse geflogen. Du das Not. Das ist echt so nicht notwendig. Ich bin jetzt einfach mal komplett dahin gerannt, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hoffe, ich habe die Schlampe abgehängt. Es gibt's doch nicht. Wie zum Teufel? Ich meine, wenn ich doch alles abgesucht habe und gehe, dann komme ich doch nicht rein und find das Versteck auf der Stelle. Ich laufe doch nicht schnurstracks hin, zieh die raus und gib dir erstmal voll eine mit. Was ist das für eine Frau? Ah. Hierfür brauchen wir übrigens den Venus-Schlüssel. Fiona ist verletzt. Ach nein. Ich sollte ihr mal was geben. Was zum Teufel? No me gusta. Blümchen. Kein nettes Blümchen. Erinnert mich an die Alraun von Harry Potter. Was zum Teufel? Ich hoffe, mein Hündchen kommt nah. Ich lese erstmal den Text. Ja, da ist es. Da ist da ein Informationsblatt an diesen Pflanzen? Da ist etwas geschrieben. Um die große Menge an Blut zu beschaffen, die benötigt wird, um den großen Prozess zu vollenden, wurde eine Verschmelzung von Pflanze und Tier unter dem Namen Floranimalia geschaffen. Ursprünglich entstand es aus einer geheimen Formel und wurde Mandragora genannt. Viele verschiedene Pflanzenarten wurden bei dem Versuch verschmolzen, Mandragora zu schaffen. Aber nur die Kombination von Hebel scheint eine ähnliche flüssige Verbindung zu besitzen. Das Parfüm, Hebels Parfüm, In unseren gegenwärtigen Forschungen sind unsere Objekte fast mit den echten Mandragora identisch. Die Farbe der Blüte und ein winziger Unterschied im Geruch ist der einzige Weg, um das Original von seinem Ersatz zu unterscheiden. Es muss Sorgfalt walten. Wenn Mandragora jemals herausgerissen wird, hat es zwei mächtige Verteidigungsmechanismen. Es stößt einen lauten, ohrenbetäubenden Schrei aus und es kann seinen Angreifer mit giftigen Blättern lähmen, was nicht so gut ist. Wenn die Situation zu gefährlich wird, sollte man das Mandragora schnell wegwerfen, um keinen Schaden zu nehmen. Gut, und wie ihr da seht, gibt es viele verschiedene Blüten, also rot, gelb, weiß, blau. Und falls man jetzt zum Beispiel die Rotpflanzen da rausziehen würde, muss ich erstmal loben, dann würden die erstmal schreien und Daniela würde direkt angetrottet kommen und denken, hallo, ich bin da wieder. Und deswegen versuchen wir dann, die richtige Pflanze hinauszuziehen. Und dafür müssen wir Hebels Parfüm benutzen. Und zwar, wer hat eine gute Nase? Huey hat eine gute Nase. Und da er ein Hund ist, wird er uns das Richtige zeigen. Okay, das war seltsam. Hm.
Was? Riecht dieses Parfüm nicht? Warte mal. Vielleicht ist der Geruch für menschliche Nasen nicht wahrnehmbar. Aber Huey ist anders. Diese große Nase muss doch Sinn machen, nicht wahr, alter Junge? Richtig. Huh. Hat Fiona mal recht. Komm. Finde mir das Richtige, mein Süßer. Die Weiße, sagst du? Go here. Ist ein braver Hund. Good boy. Ja. Üppige Blüten sprießen aus dem Beet. Eine rausziehen? Ja. Ja, sie schreit. Na, ist die Alte wieder unterwegs? Ja, schnell nach oben. Wahrscheinlich wartet er da schon auf mich. Ja, gut, Fiona. Immer wieder Spaß. Da. Ich wollte das eigentlich machen, damit sie erstmal runterkommt. Komm schon, Fiona. Beruhig dich, Mädchen. Beruhig dich. Ich werde hier noch bekloppt. Wie sie sich gar nicht beruhigt? Ich kann auch das Menü nicht aufrufen. Ach so. Komm hier, was soll das? Reiß dich mal zusammen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist wegen der Mandragora. Kriegt sich gar nicht mehr ein. Naja, wir laufen einfach mal dahin, wo wir hin müssen. Ich habe das Gefühl, dass Daniela gleich aufkreuzt. Scheiß drauf, ey. Ist doch schon wieder hier gewesen. Ich laufe dir direkt in die Arme, lass mich raten. Ja, Huey. Mama ist da. Ja, Luminisanten, komm, lass mal. Mal hier schnell abdrücken. Ja, ich weiß ja schon, was da passiert. Nein. Gib es ab, die Scheiße. Ja, da ist eine Hand und die will was von uns und das geben wir der direkt. Gib die Scheiße ab, das brauchen wir nicht mehr. Bro. Furchtbar.
Shit, wir müssen erstmal weg. Ach, ja. Come on. Was ist mit dir los, ey? Nein! Ach Gott. Das war jetzt so fail. Das war jetzt einfach nur so fail. Gott, krieg dich ein. Oh nein! Oh, Psycho-Lady ist auch noch hier. Nein. Wie schön. Ah. Ja, geil. Ich komme heute nicht mehr klar. Ja, furchtbar. Ich laufe Daniela einfach in die Arme und lass mich töten oder sonst was. Nee, die ist weg. Toll, und ich habe mich jetzt verlaufen hier drin. Hallo? Come on. Gut, dass sie mir nicht hierher folgt. Come on. Ja. Gut. Ich mache an dieser Stelle erstmal eine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Haunting Ground. Tschüdelü. Nein, Luminisant! Okay, dann mache ich doch ein bisschen länger. Ich möchte nämlich gerne sehr speichern so. Jetzt mal lesen. Sieht wie ein Mausoleum aus. Da stehen Worte geschrieben. Der tote Geist fleht um Leben, kommt der Unterwelt zu frischen Herzblut. Ja, Herzblut, Mandragora und diese Viecher, die gehen einfach nicht kaputt. Das nervt mich tierisch. Hat sie wieder unser New Year ausgesperrt, ja? Ach, gosh! So fucking intelligent, ey. Da ist sie ja wieder. Okay, dieser Part geht länger, weil ich nicht speichern kann und das ziemlich ätzend finde. Golem, beschütz mich! Golem! Kommt hier wirklich nicht lang. Ich will mein Yui holen. Das tue ich auch noch. Come on. Ja. Diese doofe Kuh macht nämlich immer die Tür zu. Ist zu ordentlich. Schon wieder hast du mir so erschrocken, du kleine doofe Schlampe. Yui. Yui. Wo ist mein Yui? Oh Gott. Yui. Wo
bin ich denn lang gelaufen? Da ist er bestimmt drin. Wo ist er denn? Och Mann, die Frau macht mich kirre. Wir laufen den Tod mit grinsenden Lachen entgegen. Come on. Come on. Go, Huey. Good boy. Gott, Huey, was machst du mit mir? Good boy. Come on. Jetzt bleib bei mir. Uns mal kurz erfrischen. Dieser Part wird etwas länger gehen als die anderen. Einfach aus dem Grund, weil ich speichern möchte. Come on. Oh Gott, Gottes Willen. Meine Nerven sind einfach nicht dafür geschaffen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Haunting Ground, wenn ich wieder schreie, weil Daniela einfach vor der Tür steht. Bis denn.